Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Farming Simulator 2017. Ja, ihr habt es gerade gesehen im ganzen Intro, da waren ja einige Clips wieder zusammen gemixt. Ein paar Stunden Arbeit hing da wieder drin, jetzt allerdings natürlich auf ein paar Minuten zusammengequetscht, wenn man das so sagen kann. Ja, wir hier haben wir aktuell noch Brot, ja, beziehungsweise Mehl.
Ist noch nicht ganz alles wieder da. Wir haben ungefähr noch 30% im Tank drin. Das heißt, das werden wir noch alles hier abwarten, solange wir hier zumindest das Geld nicht zwingend brauchen. Theoretisch zumindest. Denn hier haben wir noch einiges am Raps, das wir ernten müssen. Unten ist schon wieder der nächste beim Grubbern. Wo ist er denn? Da ist er. Leider noch nach wie vor der Steirer. Den müssen wir jetzt unbedingt mal eintauschen. Dann, wie gesagt, ich habe mir da überlegt, dass wir uns... Schauen wir mal, was im Sonderangebot ist. Nicht besonders viel, außer der vielleicht nochmal. Nee, aber eigentlich sollten wir ja schauen wegen Traktoren. Und da haben wir uns ja gesagt, da holen wir uns wahrscheinlich diesmal den Case Optum CVX. Was kostet uns der mit Radgewichten? Ja, mit Radgewicht 247.000. Eieiei, also wir brauchen nur ungefähr 100.000, damit wir uns den leisten können. Ungefähr 50.000, ja 40.000 glaube ich bekommen wir für den hier noch. Also brauchen wir noch 50.000, die wir sonst irgendwo auftreiben müssen. Idealerweise wäre es theoretisch damit, weil wir haben jetzt aktuell hier wieder fast den kompletten LKW, oder was heißt LKW, den kompletten Anhänger fast voll. Das bin jetzt ich, oder? Der hier im Weg steht. Ja, also fast den kompletten Anhänger voll. Und ihr wisst, ungefähr ein Anhänger wiegt, sage ich schon, bringt uns etwa 100.000, sprich, hier sind es schon wieder, ja, 70.000 wahrscheinlich. Und dann haben wir hier aber auch nochmal zwei volle Anhänger voll. Also hier stehen allein 200.000 Euros in Bierform. Also finde ich eigentlich ganz cool. Also ich meine, Bier kann man immer brauchen, das wisst ihr ja. Jetzt hat sich der hier wieder an dem Baum festgefahren. Den müssen wir mal kurz wieder neu starten. Aber der Preis ist nach wie vor nicht so, dass ich sage, jawohl, das verkaufen wir. Wobei, ich muss sagen, er hat jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen zugelegt. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Jetzt muss ich, wie gesagt, bloß den ganz kurz hier starten. Jetzt hat der Helfer C, hat jetzt auch seinen Geist aufgegeben. Jetzt wollen sie alle nicht mehr. Kaum ist es 21.25 Uhr, schon haben sie alle keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Dabei gibt es sowas wie Mitternachtsruhe gar nicht. Zumindest hier bei mir nicht. Bekommen wir hier alles? Ja, schaut ganz gut aus. Ist zwar knapp, aber sollte noch gerade so gehen. Springen wir mal kurz rüber zum Drescher. Genau, der hat wie gesagt hier auch seine Arbeit niedergelegt. Dann drehen wir den einfach ganz kurz um. Und dann schauen wir uns an, was wir hier eigentlich vorhatten in Sachen Preisen mäßig. Wie gesagt, das Bier ist eigentlich ganz gut am Kommen. Zumindest war es das letztes Mal, als ich hier nachgeschaut habe. Jetzt starten wir den hier noch schnell, fahren auch bis davor. Und Helfer rein. Jawohl, er hat es angenommen. Wir springen raus. So, und wir schauen uns an, wie gesagt, die Preise. Hier vorne, das ist ja immer so, jedes Mal, wenn du neu startest, die Welt, ändern sich die Preise. Das gilt unter anderem auch für das hier alles. Letztes habe ich, ihr habt gesehen, Wolle habe ich noch verkauft, da haben wir nochmal 16.000 dafür bekommen. Bier schaut aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Ab 3.000 ungefähr habe ich mir immer gesagt, verkaufen wir das. Und jetzt sind wir schon bei 2.913 und der Preis ist nach wie vor steigend. Also das könnte durchaus wirklich mal so sein, Dorfkonsum Unterlemnitz, dass wir hier wirklich mal Bier losbekommen. Und ich würde sagen, dass wir das auch wirklich so machen. Das heißt, vielleicht sollten wir uns sogar wirklich mal Sonderangebote, den haben wir uns ja schon gekauft. Aber ich glaube, dass wir uns vielleicht wirklich nochmal so einholen sollten. Der ist jetzt nochmal 20% runtergesetzt. Kostet uns nochmal 10.000, aber ist egal. Denn dann haben wir nämlich nochmal einen zweiten Anhänger. Und der wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Das heißt, ich fahre jetzt hier mit dem Fan 1050 Vario, den wir theoretisch auch mal wieder eintauschen müssten. Weil uns der, glaube ich, jetzt auch schon über 1000 Euro am Tag kostet an Unterhalt. Zwar noch nicht so viel wie der... wie unser Drescher, der glaube ich kostet uns 15.000 oder 13.000. Das wäre mal eine Überlegung, ob wir den vielleicht reparieren sollten. Das habe ich mir letztens angeschaut, der kostet 37.000 Euro zum Reparieren. Muss man überlegen, weil theoretisch nach 3 Tagen hättest du das wieder herin oder nach 4 Tagen, weil wenn er am Tag 10.000 Euro Unterhalt kostet und du dann 4 mal sind 40.000, was du da rausschmeißt und ansonsten reparierst du einmal für, ja, knapp 40.000. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Okay. Mit dem muss man definitiv langsamer fahren um die Kurve. Wie gesagt, also 40.000 kostet er knapp zum Reparieren. Wäre theoretisch eine Überlegung wert.
Aber ich bin da nach wie vor eigentlich eher am Schauen, dass ich eben meinen Traktor austausche. Und von dem her brauchen wir erstmal ein bisschen Geld so. Und ja, ich meine, wir haben ja Geld. Also, wie gesagt, der Bierpreis müsste halt mal stimmen. Wenn dann noch genug überbleibt, dann würde ich sagen, reparieren wir den uns noch. Aber falls dem nicht so sein sollte, lassen wir das natürlich dann weg. Ich würde sagen, wenn wir hier eh gerade sind, dann können wir den eigentlich hier gleich mitnehmen. Dann habe ich ja letztens einfach mal zwischengeparkt und einfach dabei ausleeren lassen. Und bin dann gleich weitergefahren. Aber dann könnte man das eigentlich hier mal schnell machen. Stellen wir den unten hin, füllen den wieder auf. Schauen wir mal, da wird jetzt nicht allzu viel zusammengekommen sein. Schätze ich mal. Ups. Ach ja, hier der Zaun wieder, oder? Oder war es jetzt mein Frontteil? Ja, ihr seht, hier ist kaum was zusammengekommen. Jetzt sind wir hier bei 1300. Also das ist noch nicht wirklich der Rede wert. Aber egal. Wir hängen den hier ab. Dann fahren wir hoch zum Shop, holen uns unseren Anhänger. Dabei nehme ich mir mal ein Schluckchen. Ah. Und Helfer A hat schon wieder einen vollen Korntank. Das heißt, den müssen wir mal ganz kurz entleeren. Nicht, dass uns der hier hinten mit seinem Grupper mal uns auf die Schliche kommt, beziehungsweise auf die Fersen kommt. Wo ist denn der eigentlich? Da oben. Ah ja, der hat sich wieder ganz schön verfahren, wie es das hier ausschaut. Das ist immer ganz witzig hier, wie die Helfer das Ganze immer so planen oder machen. Weil warum fährt er jetzt dann... Er fährt immer nach links weg, wenn er hier oben ist. Nur da oben fährt er dann nach rechts weg. Warum? Wir werden es nie erfahren. Vor allem hier dreht er dann wieder mitten im Feld um, obwohl er hier eigentlich noch eine... Ja, übelst viel hat, aber egal. So, Helfer raus. Wir leeren den kurz aus und dann machen wir hier das selber wieder schnell weg. So. Und dann haben wir hier wieder ein... Ich weiß momentan leider auch nicht genau, wo... Doch, ich weiß es, wo mein großer Kipper steht. Der steht am Hof. Den müsste ich mal austauschen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier den Zweiachser da rumstehen habe. Ich glaube, der war früher noch beim Getreideausladen oder sowas oben. Deswegen steht der hier vielleicht. Es könnte sein, dass hier alles gar nicht reinpasst. Ja, scheiße. Das heißt, ich muss den unbedingt austauschen. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns aber ganz kurz das hier, wenn wir schon hier sind. Und dann stellen wir den Helfer wieder ein und dann müssen wir eigentlich sofort mit dem hochfahren zur Biodieselproduktion. Den Raps da abkippen und dann müssen wir im Prinzip den Traktor zurücksetzen und dann ganz schnell den großen Anhänger holen. Damit wir das wieder schaffen, bis der hier wieder voll ist, weil sonst steht der hier still. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als ein Stillstand von Maschinen. Weil eine Maschine kann nur Geld bringen, wenn sie läuft. Es nützt einem nichts, wenn man sie hat, auch wenn sie dann im Prinzip... Wenn sie läuft, braucht sie natürlich Strom und oder in dem Fall halt natürlich Sprit. Was natürlich dann wiederum was kostet, aber es kann nur Geld verdient werden, indem sie läuft. Das muss jedem klar sein. So. Zack. Und dann setzen wir den hier drüben wieder an. Und dann starten wir den hier wieder mit dem Helfer. Und der Helfer hat schon wieder den Geist aufgegeben. Das finde ich auch immer manchmal so witzig. Da denkst du, jawohl, im Prinzip bleibt ihm nichts anderes über, als jetzt einfach geradeaus weiterzufahren. Aber nee, das checken sie manchmal nicht. So, jetzt würde ich sagen, springen wir ganz schnell hier rein. Motor starten, Tempomat habe ich schon reingemacht. Und dann fahren wir einfach hier mal runter. In Richtung Biodiesel. So. Dann kippt man den ganzen Haufen hier aus. Halt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Gerade noch so. Ja, also Raps sollten wir eigentlich erstmal wieder genug haben. Da dürfte sie nichts fehlen. Ja, das passt gut. So, dann würde ich sagen, hängen wir den hier gleich ab. Beziehungsweise füllen den hier auf. Sobald der hier hinten die Klappe zu macht. Sehr schön. Und dann stellen wir den hier drunter. Hängen den hier ab. Und dann switchen wir ganz schnell hier rüber. Zack, zack, zack. Ach ja, wir haben ja aktuell das Ding nicht ausgewählt. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Genau. Zurücksetzen. Ja, das wollen wir wirklich tun. Und dann können wir jetzt... Jetzt hat er schon wieder 80% Füllstand. Das geht einfach so schnell. Ich
Ich weiß nicht genau, warum der hier steht, aber wird schon seinen Grund haben. Ups. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns hier noch ganz kurz ein Gewicht. Und fahren mit dem Richtung Osten. Ne, natürlich wieder nach oben, damit wir den dann wieder ausleeren können. Und dann... Ja, dann geht's eigentlich weiter. Der Grupper ist ja schon am Arbeiten. Wie gesagt, wir brauchen dann dringend noch ein bisschen Geld. Wie gesagt, das Bier sollte eigentlich soweit relativ gute Preise erzielen. Das heißt, eigentlich sollten wir dann einfach nur die Zeit ein bisschen abwarten können. Ich würde sagen, wir fahren einfach mit dem Fan 1050. Wir haben jetzt eben noch diesen einen zweiten Tieflader oder diesen zweiten Lader Wagen gekauft, wo wir eben das Zeug automatisch aufladen können. Dann fahren wir da beide Anhänger gleichzeitig hin. Und wenn dann der Preis am Maximum ist... Wow! Dieser scheiß Strohkack hier. Wenn der Preis dann beim Maximum ist, wollte ich sagen, dann verkaufen wir einfach alles. Dann fahren wir einfach beide Dinger rein. Und dann sollten wir hier knappe 200.000 eigentlich schon bekommen. Theoretisch müssten wir eigentlich noch einen dritten Wagen reinfahren, weil wir im Prinzip ja eigentlich dann fast 300.000 rausholen können. Aber ich glaube, ein bisschen was auf hoher Kante noch zu haben, schadet auch nicht. Das heißt, wir fahren einfach nur zwei Wagen rein. Und seht ihr die faule Sau, der steht schon wieder da. Das Feld ist einfach kacke. Eieiei. Jetzt müssen wir aber erstmal hoch zum Drescher, damit wir den wieder entleeren können. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann später wieder beim... Ja, oder? Sehen wir uns überhaupt später noch? Oder sollen wir das jetzt hier gleich mal abschließen? Ich glaube eher, dass es das für heute schon war. Es ist eigentlich eher schon wieder Zeit. Die Zeit ist reif, ja. Ich weiß, es ist heute eine eher ein bisschen kürzere Folge. Aber ich glaube, für heute habe ich nicht recht viel mehr Zeit. So leid es mir tut. Aber das soll es für heute gewesen sein, liebe Leute. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, fürs nächste Mal sehe ich durchaus 200.000 am Horizont bereits schimmern. Achso, jetzt hat der auf der falschen Seite. Ey, ey, ey. Das ist hier aber auch ein bisschen kacke gemacht. Mähdrescher mit zwei Rohre wäre auf jeden Fall eine coole Innovation. Zwar nicht wirklich sinnvoll, aber egal. Ja, liebe Leute, nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge LS 2017. Und falls ihr von euch denkt, warum ich mich so komisch anhöre, ja, ich bin leicht betrunken. Aber das wollen wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Hoden ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Prost.